Ich habe immer so ein Bild wie so ein Zahnrad, wo das Öl ausgeht und was halt versucht weiterzulaufen, aber nicht mehr im Saft ist, sozusagen. Ich bin Henrik Kaiser, 44 Jahre und zweifacher Papa. Ich stehe gerade im Lebenswandel und bin auf der Suche nach neuen Energien. Ich habe mich nach dem Studium von der Informatik weg direkt auf Projektmanagement ausgerichtet. Man wird nur in Feuerwehrsituationen eigentlich geheiert. Und dann wird von einem halt auch 120% abverlangt. Und dadurch, dass halt ein Einkommensdruck da war, dadurch, dass ich 2011 Vater geworden bin, sozusagen auch eine Familie mit ernährt werden musste, war es einfach wichtig, dass ich auch durchgehend in Projekten gebucht war. Und da gab es dann halt auch viel zu leisten, ja. In Deutschland nimmt der Stresspegel immer mehr zu. Mehr als ein Viertel der Deutschen fühlt sich häufig gestresst. Fast alle anderen zumindest manchmal. Besonders bedenklich, innerhalb der letzten 10 Jahre hat der Anteil der häufig gestressten Menschen stark zugenommen. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung befeuert. Die am häufigsten genannten Stressauslöser sind Job, Krankheit, Konflikte mit nahestehenden Personen, ständige Erreichbarkeit. Die Grenze, wo ein Stress schädlich wird, die wird dadurch geprägt, dass ein Stress langandauernd ist und wir keine Kontrolle über ihn haben. Auf Dauer richtet er enorm viel Schaden an. Wenn er kurz ist, ein paar Minuten, ist das alles gut. Aber auf Dauer ist das viel zu hochtourig. Wir müssen uns das vielleicht vorstellen wie ein Automotor, wenn man den immer mit der höchsten Zahl an Umdrehungen antreibt, dass der aufjault. Ja gut, dann kann man einen Quickstart hinlegen, kann da wirklich gut abfahren. Aber der Motor geht natürlich sehr schnell kaputt dabei einfach. In stressigen Situationen kommt unser Körper in einen Alarmzustand. Das Gehirn schüttet Stresshormone aus. Der Blutdruck steigt. Das Herz schlägt schneller. Die Muskeln spannen sich an. Der Darm wird träge. Das Immunsystem fährt runter. Wir werden anfälliger für Entzündungen im Körper. Das ist für uns eine hohe Belastung und kostet viel Energie. Die müssen die Mitochondrien produzieren. Dabei entstehen jedoch vermehrt freie Radikale, die den Körper belasten können. Das ist oxidativer Stress. Jeder von uns hat oxidativen Stress durch die freien Sauerstoffradikale, die in unseren Mitochondrien im Stoffwechsel, im normalen Metabolismus sozusagen der Zelle gebildet werden. Und wir wissen, dass dieser oxidative Stress bei Stress und Trauma höher ist. Menschen außerhalb der Psychologie denken häufig, dass die Psyche was mit dem Kopf zu tun hat oder irgendwie sowas rein Geistiges wäre, was irgendwie kein körperliches Korrelat hat. Und sind dann überrascht, dass es wahrscheinlich doch biologische Ursachen gibt und dass die Psyche eben auch mit dem ganzen Körper eine Einheit bildet und dass letztlich die Kraftwerke der Zellen eine Ursache spielen könnten in der Entstehung von psychischen Erkrankungen. Dass also dann doch eine Verbindung ist zwischen Körper und Geist. Wie können wir diesen Mitochondrien Unterstützung geben oder wie können wir veranlassen, dass sich mehr Mitochondrien bilden? Und eine der wenigen Therapien, die man wirklich hier nennen muss, das ist das Fasten. Wir führen gerade eine Studie bei uns durch, in der die Effekte eines 5-tägigen sogenannten Buchinger Fastens untersucht werden bei gesunden Männern und Frauen. Und den Herrn Kaiser haben wir dann gebeten, auch diese gleiche Fastenintervention angeleitet durch uns durchzuführen und haben auch einen Teil der Untersuchungen, die wir in der Studie anwenden, auch bei ihm durchgeführt. Das Fasten ist ein sehr tiefgreifender physiologischer Einschnitt in den Stoffwechsel und man kann davon ausgehen, dass eigentlich alles, was man misst, während des Fastens verändert ist. Also was Sie jetzt hier sehen, ist Ihr Ruhenüchternumsatz in Kilokalorien pro Tag. Das ist die Energiemenge, die Ihr Körper verbraucht, um im wachen Zustand seine Organfunktion aufrechtzuerhalten.
Und da sehen Sie, dass ein Ruhe-Nüchtern-Umsatzwert von 1854 Kilokalorien herauskommt. Ich möchte halt sehen, was es mit meinem Körper macht. Und verspreche mir auch so ein bisschen Erfahrungen zu bekommen, die mir dann halt später helfen, meinen Körper noch gesünder zu behandeln. Weil ich muss sagen, im Moment bin ich nicht so gut zu meinem Körper. So, nehmen Sie Platz. Sie sollten 5 Tage auf jegliche feste Nahrung verzichten. Und auch auf Genussmittel wie zum Beispiel Kaffee, Nikotin, Süßigkeiten, Kaugummis und so weiter. Ja? Und was Sie zu sich nehmen dürfen, ist natürlich Wasser, so viel wie Sie möchten. Ungesüßte Kräutertees, so viel wie Sie möchten. Und Sie dürfen 2-mal am Tag einen Saft zu sich nehmen, ein Glas Saft. Ja? Am besten Gemüsesaft und Gemüsebrühe. Was passiert aber auf Ebene der Mitochondrien? Die Mitochondrien bekommen weniger Energie. Es kommt weniger Zucker rein oder gar kein Zucker. Und das ist jetzt aber nicht so, dass die sich dann abschalten oder zurücknehmen, sondern die Zelle fängt an, mehr und neue Mitochondrien zu bilden. Weil sie irgendwie denkt, da ist jetzt wenig da, dann muss ich wenigstens überall noch mehr bilden, damit jedes Mikrogramm Energie genutzt wird. Das heißt also, wenn wir beim Fasten nichts geben, dann kommt die Zelle in einen besseren Trainingszustand. Ich habe mir das schon immer gewünscht, dass ich einen besseren Draht zum Essen bekomme. Und ich fände es schön, wenn ich das in meinem Leben etablieren könnte. Und ich glaube, das Fasten hilft dabei auch. Kalte Hände haben Sie. Merkt man gleich das Fasten. Dann geht es los, genauso wie beim letzten Mal. Ich lege Ihnen die Haube auf. Okay, 16 Minuten ab jetzt. Der gemessene Wert ist heute mit 1770 etwas niedriger, ich glaube 60 bis 80 Kalorien niedriger als letzte Woche außerhalb des Fastenstoffwechsels. Das ist so, wie wir das erwarten würden. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass der Blutdruck sich vermindert hat. Bei ihm der systolische Blutdruckwert um ganze 20 mm Hg, also das ist eine sehr große Reduktion. Und der untere, der diastolische Blutdruckwert hat sich um 10 mm Hg reduziert. Und auch sein Körpergewicht hat 3 Kilo abgenommen. Viele Hormone, Insulin beispielsweise, die mit der Verarbeitung von Nahrung zu tun haben, die sind, wenn wir immer essen, übersteuert. Die sind einfach oben am Anschlag und die normalisieren sich wieder. Dann normalisiert sich auch Blutdruck, Blutzuckerspiegel. Dritter, letzter Effekt, den ich immer sehr wichtig finde, ist, der Darm erholt sich beim Fasten, auch die Darmbakterien. Also es wird an mehreren Stellen Gutes bewirkt. So, Herr Kaiser, Sie haben es geschafft. 5 Tage sind rum und hier ist Ihre erste Mahlzeit, traditionelle Backapfel. Ja, ist toll, wieder zu essen, ist toll. Der Zimt ist lecker und der Apfel ist schön warm. Die Sinne werden klar und ich glaube, wenn der Körper Potenzial hat, die Sinne klarer zu machen, hat er auch wenig mit der eigenen Arbeit zu tun. Also ich glaube, mein Körper hat sich ziemlich entspannt. Ja, ich fühle mich auch im Kopf entspannt. Beim Fasten normalisiert sich nicht nur die Hormonproduktion, der Körper reguliert auch Entzündungsreaktionen herunter und die Zellen regenerieren sich. Im Laufe der Zeit sammelt sich in den Zellen Müll an. Zum Beispiel fehlerhaft zusammengebaute Proteine oder Mitochondrien, die nicht mehr gut funktionieren. Durch Fasten werden sie abgebaut und dann recycelt. Außerdem bilden sich neue und mehr Mitochondrien. Was am Fasten für mich die überraschendste und beste Erkenntnis eigentlich war es, wie man auf Essen reagiert. Also durch diesen Essensentzug und dann wieder das in Kontakt kommen mit dem Essen. Also das war für mich neu und das ist wirklich wundervoll.